von späteren Fürsten umgebaut worden. Der Palast von Podlodz behielt seine ursprüngliche Form bei. In den 1950er Jahren wurde er restauriert. Nachdem Fürst Brâncoveanu zusammen mit seinen vier Söhnen und seinem Ratgeber Enache Văcărescu am 15. August 1714 in Konstantinopel vom Sultan hingerichtet worden, plünderten die Türken den Palast in Podlodz und setzten ihn in Brand. Sie hofften auf die Verwandten von Brâncoveanu zu stoßen. Im heute wieder restaurierten Palast können die Besucher die Innenräume besichtigen, aber auch die Küche und die sogenannte Droschkerei, das Dienerhaus, das sind feste Bestimmungen.